Vor einigen Wochen, genauer gesagt am 1. April, wurde ganz groß Cannabis legalisiert. Die Entkriminalisierung, wie es Lauterbach unter anderem genannt hat, hat stattgefunden. Doch jetzt der Schock, das Ganze entwickelt sich zu einem Schuh. Es sind mittlerweile nicht nur Schwimmbäder, Unternehmen oder beispielsweise Gaststätten, die sich auf ihr Hausrecht berufen, sondern auch die Deutsche Bahn, die ganz klar sagt, Cannabis nicht mit uns. Wir verbieten das Ganze. Und es sind ja auch Bundesländer wie Bayern, die den knallharten Bußgelddialog machen. Und das Forscherbild ist kein Clickbait. Cannabis wird wirklich so, wirklich flächendeckend wieder verboten. Ganz klar, weil die Leute berufen sich auf ihr Hausrecht. Sie wollen nicht, dass solche Drogen legal sind. Bei ihnen, beispielsweise in der Gaststätte, wo es Schnitzel gibt, wollen sie nicht, dass die Leute dann irgendwie Cannabis oder sonst irgendwas konsumieren und verbieten es wieder. Und dadurch ist die Cannabis-Legalisierung mal wieder komplett in den Schatten gestellt. Kommentieren Sie mal Ihre Meinung und abonnieren Sie mich auch kostenlos, um in Zukunft kein einziges Video mehr zu verpassen.